Herzlich willkommen zurück bei Child of Light. So, wir müssen wieder zum Magna gehen, um sie hoffentlich dazu bringen, uns zu dem Schloss auf dem Berge zu bringen. Ich fühle euch nicht überzeugend. Eure Geschäfte liegen brach ab und an. Ihr habt den roten Faden verloren. Besucht Adolphus, Lehre und Rat für jedermann. Ja, ein Geiger. Dann nehmen wir ihm direkt mal die Kiste vor der Nase weg. Und schauen mal, was er denn so zu sagen hat. Er scheint eine Quest für uns zu haben. Werter Herr, wie läuft das Geschäft? Es gedeiht und floriert. Auf der Durchreise seid ihr? So könnte man sagen. Welche Art von Lektionen lernt man denn hier? Im Handel unterweise ich die Populi von 1 bis 4. Oh, wie schön. Zeigt ihr es mir auch? Dir? Tut mir leid, das wäre verschwendete Mühe. Ihr habt weder Nase noch Ohr für diese Art von Dingen. Aber ich wäre doch so gern dabei. Die Klasse ist voll, fliegt fort auf euren Schwingen. Mein Herr, ich will euch beweisen, dass ich es kann. Ich wandle geschickt, nennt mir ein Ziel. Ha, keinen Biss fürs Geschäft. Keinen Riecher für den Deal. Nun gut, dann tut das Unmögliche. Ohne Beschwörung, Zauber oder Okuli müsst ihr verwandeln diesen Apfel in Gold. Allein durch den Handel mit Populi und Capilli. Ihr werdet scheitern, ich gebe euch mein Wort. Ihr seid kein Populi und jetzt hinfort. Okay, dann schauen wir uns die Quest doch mal direkt an. So, wir haben einen Apfel. Schön. Erfülle des Händlers Herausforderung schon bald. Mache seinen Apfel zu Gold in Ebene oder Wald. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das tun. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in die Windmühle rein. Hier ist eine Kiste. Feennektar. So, willst du uns vielleicht einen Apfel in Gold eintauschen? Ihr habt die Spinnen besiegt, das ist gewiss. Und ich steige jetzt ein ins... Ups, da war ich zu langsam, tut mir leid. So, wie kommen wir wieder runter? S und Leertaste. Super, okay. Das ging ja einfacher als gedacht. Na, wir schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um, ob wir irgendwo den Apfel eintauschen können. Du schuldest uns doch eh noch eingefallen. Na komm. Dank euch ist verjagt die kleinste Laus, jedoch verpfändet habe ich mein Haus. Okay, das nützt uns auch nicht wirklich viel. So, vielleicht ihr zwei? Die Kurse übertreffen alle Erwartungen. Dieser Streich ist... Boah, das geht aber schnell. Kauft, 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 dieser Aufschwung ist ein Segen. Vielleicht hier? Ja, wir machen mal wieder eine Nebenaufgabe. Nun, der Magna ist geheilt, die Gewinnkurve in die Höhe eilt. Ja. Nur, wie kriegen wir unseren Apfel los? In Gold verwandeln. Ich weiß auch nicht genau, wie man das anstellen könnte. Irgendwas in Gold verwandeln, da kommt mir direkt der König Midas in den Sinn. Aber ich glaube nicht, dass der in diesem Spiel existiert. Vielleicht hier beim Gemüseladen? Die Währungsreserven bleibt, die Krise ist vorbei, ist das nicht schön? Unser Schatz ruht sicher in der Kammer, die Wirtschaft brummt nirgendwo gejammer. Schön, schön. Ja, mit denen haben wir alle schon geredet. Vielleicht können wir nochmal zum Wald gehen. Ins Capillidorf. Also es ist durchaus möglich, dass es da zwei verschiedene Lösungswege gibt. Das werden wir jetzt mal gucken. Ob wir irgendwas dergleichen feststellen können. Ja, ja. Aber ich weiß auch hier nicht genau noch, was ich suchen soll. Einfach mal sinnlos mit den Leuten reden. Ja. Wir hatten noch ein paar Türen, die geschlossen waren. Aber ob das erfolgsversprechend ist, ich weiß nicht. Im Ollenkloster herrschen Spukenhexerei. Kalte Jausen bekommen wir. Nur die Totenräber trauen sich noch zur Brauerei. Aber ich würde kämpfen um das Bier.
Ja, da würde ich auch drum kämpfen, um das schöne Bier. Das muss man schließlich verteidigen. So, was mit dir? Ja. Ich glaube, er redet von uns. Ich werde jetzt auch nicht alles ganz vorlesen. Was nicht irgendwie relevant ist. Beim Bart meiner Mutter, ja. Der ist hungrig. Ah, vielleicht können wir ihm einen Apfel geben. Sehr schön. Schenke euch diesen köstlichen Apfel, seht. Ist er wahr? Ja, er ist echt. Mein Ritter, wie lange habe ich ihn erfleht? Zum Dank nehmt dieses schöne, schöne Stück. Ich hoffe, die Schaufel bringt euch Glück. Na, schauen wir uns die Schaufel mal an. Des Totengräbers Gehilfe, gut zum Graben. Na gut. So, dann müssen wir uns wahrscheinlich den Friedhof suchen. Nur wo könnte der sein? Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass der irgendwo hier hinten sein müsste. Aber dass wir da nochmal zurückgehen müssen, ich weiß nicht. Wir schauen mal hier nach. Oh, da ist noch eine Kiste. Wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Tatsächlich. Schön. Wonach suchen wir? Wir reden nochmal mit dem Typen, der irgendwas von dem Totengräber erzählt hat. War das er hier? Ne, das war nicht er. Danke für die Rettung, das war toll. Wir warten das. Mist. Ich wollte eigentlich gar nicht in den anderen Bildschirm gehen. Hä? Wo sind... Oh. Okay, wir sind wieder im Brunnen irgendwie. Waren wir schon? Ich weiß gar nicht, ob das wieder die Eishöhlen sind. Ich gucke hier mal kurz durch. Da ist auf jeden Fall was zerbrochen. Das heißt, hier waren wir schon drinnen. Also gehen wir auch wieder raus direkt. Und schauen uns weiter nach einem Friedhof um. Ich wollte eigentlich mit der Dame daneben sprechen. Mit ihr hier. Lebt wohl gut, sie hat gar nichts zu sagen. War das hier in der Schenke mit dem... Ha. Im alten Kloster. Kloster. Brauerei, Kloster. Schauen wir nochmal auf die Map. Kloster. Wir gehen mal kurz zum Kloster. Vielleicht finden wir da ein paar Antworten. Spuk und Hexerei. Ja, ja. Ich weiß immer noch nicht, nach was ich suchen soll. Aber ich hoffe, wir finden hier irgendwo einen Anhaltspunkt. Vielleicht hier oben? Oh. Bekenntnis Nummer 1. Ja, wenn ihr es lesen wollt, wir mal kurz pausieren. Ich mache in der Zeit weiter. So. Ein Friedhof. Da war hier doch irgendwo was. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Vielleicht das hier? Vielleicht hier? Ja, was ist eigentlich mit diesen Schreinen? Das ist auch eine Frage. Mit dem möchte ich nicht kämpfen. Das ist Zeitverschwendung. Die hier müssten eigentlich sowieso keine Chance mehr haben gegen uns. So. Ja, was zählt alles noch zum Kloster? Und wo müssen wir hier graben? Ich sehe keine Grabsteine. Wir suchen ja nach einer Art Friedhof. Oh. Ich glaube, ich spinne. Hier, wie wär's mit der Schaufel? Mein Herr, er braucht doch eine Schaufel, nicht? Danke für die Mühe. Hier, nehmt das Licht.
Ich brauche nicht, um gebt's euch gerne zum Raben, reich mir jetzt Licht der Sterne. Eine Laterne. So, was hat das mit der auf sich? Des Bergmanns Licht gut zum Sehen. Ja. Nur wo? Wo können wir etwas sehen damit? Ja, das sind tatsächlich Grabsteine hier. So. Wo brauchen wir eine Laterne? Können wir die irgendwie verwenden? Erwirbt die Laterne. Ach so. War's das schon? Freier Handel. Gut, dann gehen wir hier zurück zur Stadt der Bulmus Populi. Und versuchen dem Typen mal die Laterne zu geben. Und schauen, ob er das akzeptiert. Es war kein Gold eigentlich. Ich wüsste nicht, warum er es akzeptieren sollte, aber... Naja. Sogar der Apfel ist zunichte gemacht. Ich habe doch nur den Konsum angefacht. Das will er nicht. Ja, die Laterne haben wir. Aber wozu soll die gut sein? Merkwürdig. Können wir die Laterne vielleicht irgendwo gegen Gold eintauschen hier? Sie ist ja bei den Populi und bei den Capilli. Vielleicht will hier irgendjemand eine Laterne. Ein Bonus. Was mit dir? Du redest nicht. Und ihr? Ja. Margaret hat den Robert abblitzen lassen, der Arme. Was mit euch? Geh nochmal hier rein. Irgendwer muss doch eine Laterne wollen. Der will auch keine Laterne. Irgendwo, wo es dunkel ist. Ich vermute, die müssen wir eintauschen gegen Gold. Möchtest du die Laterne? Nee. Vielleicht irgendwo bei Magna drin? Wäre möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Da was mit dir? Etwas Vergleichbares habe ich nie gesehen. Rose Ohrenkleider wie Blumen und Parfümgestank. Der Abend kommt zu mir, ich muss niesen. Und was ist das für ein fauliger Trank? Ein Tee aus Mathillis Wald, los, nimm ein Glas. Minze. Kann ich bleiben, mir macht's hier Spaß. Du kommst schön mit, dich brauchen wir noch. Untersteh dich hier zu bleiben. So, was machen wir mit der Laterne? Was ist hier? Da war der hier. Ja, der möchte auch keine Laterne haben. Na los, kauft mir doch die Laterne ab. Das hier sieht so nach Bergwerk aus. Vielleicht auf der anderen Seite, wir gucken mal. Wäre möglich. Hier beim Magna. Zu Erins Klippe. Da können wir jetzt wahrscheinlich auf die Insel rüber gehen. Gut, dann reisen wir aber nochmal kurz ins Capillidorf. Vielleicht will da jemand ja die Laterne. Wäre möglich. Wir haben zumindest schon mal die Laterne gefunden. Das ist ja auch schon mal was. So. Willst du sie? Nee. Du? Auch nicht. Du? Hier? Ja, das wissen wir. Er fliegt hinab in Eben und Tal. Grüßt mein Cousin, doch wisst ihr, das ist nicht ganz normal. Ja, mit dem möchte ich jetzt eigentlich keine Bekanntschaft machen.
So, was mit dir? Nee. Vielleicht hier drin? Eine Laterne zum Verkaufen. Komm, du hast schon den Apfel. Nimm doch die Laterne noch. Ach. Du isst den doch wenigstens. Habe ich mir solche Mühe gegeben, dir den blöden Apfel zu holen. Jetzt isst du ihn nicht mal. Und ihr? Mein Mann ist stumm als ein Specht, ja. Schön, das interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Verschlossen immer noch. Hier? Die dunkle Königin hat uns verflucht. Ihren Jarten schlichen wir bei Nacht. Nur nach Kräutern haben wir gesucht. Uns alle hat sie zu Vögeln gemacht. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, ich werde auch den Rest dieser Episode noch damit verbringen, einen Abnehmer für die Laterne zu suchen. Guck mal, vielleicht du? Nee. Wir haben ja in der letzten Episode relativ viel gekämpft. Jetzt können wir mal wieder ein paar Quests machen hier. Was heißt ein paar? Eine einzige. Ich hoffe, wir schaffen die noch. Hier ist auch niemand drin. So, vielleicht du mit dem Schwein. Okay, gut, dann gehen wir noch mal zum Kloster. Irgendwo muss ja jemand die blöde Laterne nehmen. Die haben wir nicht umsonst erhalten. Das wäre ja sehr merkwürdig. Aber wo und wer und wieso und warum? So, ups, was war das? Ach Mist, ein Kampf. Na gut, gibt's halt noch einen Kampf zwischendurch. Tut mir leid. War keine Absicht. So, dann versteinere du mal bitte alles. Vielleicht reicht das sogar. Dann machen wir hier, was haben wir denn noch? Und suchen auf alle. Zack. Ach Mist, unterbricht natürlich. Komm. Macht sie fertig hier. Kann doch nicht sein. So, einer ist schon mal weg. Sehr schön. So, jetzt gibst du ihnen bitte noch den Rest. Der blöden Spinne. Dankeschön. Und im Moment versteinern doch. Wollte ich. Ist richtig. Geist ist auch weg. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. War keine großartige Leistung. Oh. Ich liebe den Bogen und den Flug der Pfeile. Ich freue mich, mit euch Seite an Seite zu streiten. Gleichfalls, seid ihr aus dem vorbeireisenden Zirkus? Seht dunkle Kreaturen, der Zirkus muss schmachten. Du meinst warten. Ja, haben wir wieder ein interessantes Gespräch mitverfolgt. Oh, vielleicht hier unten? Hier ist es dunkel. Oh, nein! Ah, Mist. Ach, das gibt's doch nicht. Er kommt. Haut euren Damage raus. Ihr macht eh fast keinen Schaden. So, Monsun auf alle bitte. Versteinern auf alle. Na los. Kann doch nicht so schwer sein. Wasserschaden, auf geht's. So. Wow, kritischer Treffer. Overkill. So. Hier waren wir schon. Das ist wieder ein Geist. Nur nicht vom Geist treffen lassen jetzt. Ich will den nicht auch noch bekämpfen. Gut, hier ist sowieso nichts. Vielleicht gehen wir nochmal zum Totengräber. Ja, ja, blöder Geist. Schreite nur rum. Nichts ist süßer als der Duft frischer Erde. Danke, diese Schaufel, ich stets in Ehren halten werde. Ja. Wofür hast du die Laterne gebraucht, du Penner? Ich sehe zwar nicht, dass das, was ich hier tue, erfolgsversprechend ist, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Oh. Ja,
waren wir auch schon überall, aber es ist dunkel hier. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Anscheinend nicht. Ups. Muss hier echt aufpassen, dass man nicht in die Gegner reinfliegt. Na los, mach sie platt. Gib ihn, das kann doch nicht so ein Problem hier sein. Ach Mist. Er wäre fast rangekommen, der Penner. So, sehr schön. Nora hat sogar ein Level-Up gekriegt. Schön. Kriegt sie noch einen Fertigkeitspunkt hier. Einmal das da. So. Und du? Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken da, kreuzweise. Ja, das ist hier alles irgendwie nicht so erfolgsversprechend. Wo können wir noch suchen? Gehen wir mal jetzt mal da. Ich weiß ja nicht, wonach ich suchen soll. Vielleicht können wir mit der Laterne das Dings öffnen, da, das Siegel. Ich glaube aber nicht. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Wölfe. Ja, hier scheint auch nichts zu sein. Na gut, ich denke, zum Dornbaum. Ja, da wird aber auch nichts zu finden sein, denke ich mal. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier bei dem Populi durch. Und ansonsten werde ich wohl off-camera noch ein bisschen weiter suchen. Mal sehen, ob ich das finden kann. Denn wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her fliege und rumsuche, das ist auch nicht so spannend für euch, denke ich mal. So, wir rennen jetzt einfach mal durch. Reden mit allen. Wobei eigentlich in der Regel sagen sie ja was, wenn sie verschlossen. Ja, ja. In der Regel sagen sie ja was, wenn irgendwas zu tun, wenn es irgendwas zu tun gibt. Ich weiß, ich habe mir auch nicht gemerkt, wer irgendwie nach einer Laterne gefragt hat. Ja, da ist nur wieder sie. Kauf, kauf, kauft. Ja, ja. Gibt's hier oben vielleicht noch mehr? Wo war denn der andere Typ jetzt nochmal? Hier. Na komm, nimm doch die blöde... Nimm doch die blöde Laterne, Mensch. Na gut, ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Ich werde jetzt off-camera noch ein bisschen suchen, wo ich die Laterne abgeben kann. Und werde euch dann in der nächsten Episode zeigen, wo das war, falls ich es denn finde. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Würde mich freuen. Bis dann, euer Northgate.